Liebe Freunde in Tarl-l'Hermitage, Tournon-sur-Rhône, Erba, Peetz und Meißen. Liebe Freunde auch in Suareke. Der beste Wein ist immer der, den man mit Freunden trinkt. Diese alte Volksweisheit gilt auch in diesem Jahr. Und so hätten wir uns in diesen Tagen auf unseren Fellbacher Herbst gefreut und natürlich auch auf das Treffen mit unseren Freunden aus den Partnerstädten. 1948 lud Fellbach erstmals zu einem Fellbacher Herbst, damals nicht ahnend, dass er sich zu einem der größten Erntedank-, Heimat- und Weinfeste im Südwesten Deutschlands entwickeln wird. Seit 1963 ist er auch ein Fest der Freundschaft und der Begegnung. Damals war zum ersten Mal eine Delegation aus Tarn-l'Hermitage zu Gast in unserer Stadt und reihte sich gleich in den Festzug ein. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Im Frühjahr erreichte die Corona-Pandemie Europa. Zu dem, was wir alle in den vergangenen Monaten erlebt haben, gibt es keinen Vergleich. Immer wieder wurden und werden wir zum Umdenken und zur Neuausrichtung gezwungen. Und gerade die Urlaubsmonate machten uns auch deutlich, dass wir von so etwas wie Normalität noch weit entfernt sind. Schon früh war uns in Fellbach bewusst, dass ein Großereignis wie der Fellbacher Herbst leider nicht in die Corona-Zeit passt. So sehr wir auch ein Gegengewicht bräuchten, eine Gelegenheit zur Entspannung, zur Ablenkung und Unterhaltung nach den Krisenmonaten, die hinter uns liegen. Bereits im Frühjahr haben wir daher den Fellbacher Herbst 2020 abgesagt. Schweren Herzens zwar, aber uns war bewusst, dass der Gesundheitsschutz absolut Vorrang haben muss vor der Freude am gemeinsamen Feiern. Zwischenzeitlich ist auch klar, dass es in ganz Deutschland bis zum Jahresende ohnehin keine Großveranstaltung geben wird. Fellbach zum ersten Mal seit 1948 ohne den Fellbacher Herbst. Kaum vorstellbar. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen. Und so habe ich zumindest eine positive Nachricht für Sie. Wir werden in einer kleinen Veranstaltung am Samstag, den 10. Oktober ab 14 Uhr in unserer alten Kelter die traditionellen Elemente des Fellbacher Herbstes aufgreifen. Auch die Videobotschaften, die uns aus unseren Partnerstädten zugesandt wurden, werden wir bei dieser Veranstaltung abspielen. Und so werden wir symbolisch unseren Fellbacher Herbst in einem ganz kleinen Rahmen doch ein wenig feiern. Und ich lade Sie alle ein, zumindest digital dabei zu sein. Denn es wird zur Veranstaltung einen Livestream im Internet auf unserer städtischen Homepage geben. Und wir wollen mit diesem Format, das wir Fellbach im Herbst nennen, auch ein wenig Mut machen. Mut durchzuhalten und es mit der aktuell schwierigen Zeit aufzunehmen. In der Bibel lesen wir 500 Mal von Wein, Weinberg, Weinstock und Winzer, von Reben und Trauben. Und man muss gar nicht lange suchen, gleich am Anfang erzählt sie von Noah, der als erster Winzer direkt nach der verheerenden Sintflut einen Weinberg anlegte. Schauen auch wir zuversichtlich in die Zukunft, vertrauen wir darauf, dass wir im nächsten Jahr gemeinsam unseren Fellbacher Herbst in gewohnter Form feiern können. Und eines darf ich Ihnen heute schon versprechen. Es wird ein ganz besonderer Fellbacher Herbst werden. Nicht, weil es hoffentlich der Fellbacher Herbst nach Corona sein wird, sondern weil Fellbach im Jahr 2021 das 900-Jahr-Jubiläum seiner ersten urkundlichen Erwähnung und das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Peetz feiern kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie weiterhin gesund. Herzliche Grüße aus Fellbach.